In den vergangenen Wochen ist die Diskussion über die Zeitungskrise wieder aufgeflammt. Dabei ist gerade im Lokalen auch Aufbruchsstimmung spürbar. Wir baten drei Experten des Lokaljournalismus um ihre Einschätzung. Horst Seidenfaden ist Chefredakteur der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen. Sein Verlag verstärkt das multimediale Engagement. Der Journalist und Dozent Christian Jakubetz ermahnt die Verlage seit längerem, den Entwicklungen im Online-Bereich nicht passiv gegenüberzustehen. Joachim Braun wirbelt als Chefredakteur des Nordbayerischen Kuriers den Lokaljournalismus in Nordbayern durcheinander. Wir fragten: Erleben wir bereits das Ende der Tageszeitung, wie wir sie kennen? Also wenn, wie die Financial Times Deutschland oder möglicherweise auch die Frankfurter Rundschau innerhalb von einem Jahr zwei wichtige Titel vom Markt verschwinden, dann ist das möglicherweise ein untrügliches Indiz dafür, dass ein Sterben begonnen hat. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren noch gedruckte Zeitungen haben werden, zumindest außerhalb der Großstädte, möglicherweise auch innerhalb der Großstädte. Was allerdings nicht sterben wird, das sind die journalistischen und vor allen Dingen die lokaljournalistischen Inhalte. Also ich glaube, wir haben das Ende der Tageszeitung, wie wir sie kennen, schon erlebt. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass die Tageszeitung quasi ein periodisch erscheinendes Werk ist, das de facto den Tag von gestern aufarbeitet. Ich glaube, das ist ein Modell, das jetzt schon nicht mehr funktioniert, nicht mehr richtig funktioniert und in Zukunft noch sehr viel weniger funktionieren wird. Das soll nicht heißen, dass ich an das Ende von periodischem Journalismus glaube, aber an diese Form, die uns jetzt 50 Jahre begleitet hat, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, wir erleben einen ganz grundlegenden Wandel bei den Tageszeitungen. Es gibt auch nicht die Tageszeitung, sondern es gibt ganz viele verschiedene Tageszeitungen, die auf einem unterschiedlichen Entwicklungsstand sind. Bei manchen funktionieren die alten Modelle im Moment noch, bei anderen funktionieren sie überhaupt nicht. Da gibt es einen klassischen Stadt-Land-Konflikt. Wir erleben also nicht das Ende der Tageszeitungen, wie wir sie kennen, sondern wir erleben einen stringenten Wandel, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht am Ende das Ende ganz erleben. Sind die deutschen Lokalzeitungen auf den Wandel vorbereitet? Wenn man die Informationen aus den Branchendiensten einfach mal bewertet, die gerade in den letzten Monaten aufgeschlagen sind, dann nähert sich der Eindruck, dass die Tageszeitungsverlage, gerade die regionalen, nicht darauf vorbereitet sind. Und es wird allerhöchste Eisenbahn, dass diese Branche wach wird und sich besinnt, dass sie sich konzentriert auf ihre Kompetenzen. Und das ist bei regionalen Tageszeitungsverlagen natürlich vor allen Dingen die Kompetenz des Generierens von lokalen und regionalen Nachrichten. Das muss im Mittelpunkt des journalistischen Treibens stehen in diesen Verlagen, und zwar Print und vor allen Dingen zunehmend online, weil da gibt es nachhaltigen Nachholbedarf. Leider nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den Häusern, die ich zumindest beobachte, jetzt wirklich schon Konzepte und Ideen gibt, die auf diesen Medienwandel, der uns momentan ja in aller Brutalität erwischt, dass diese Konzepte schon da sind. Ich sehe schon punktuell die Ansätze, dass man versucht, neue Dinge zu entwickeln. Ich sehe auch ein gewachsenes Verständnis dafür, dass diese Zeit, die ja eigentlich auch eine sehr gute Zeit war, langsam zu Ende geht. Aber ich glaube, diesen radikalen Wandel tatsächlich bestreiten zu können, darauf sind die wenigsten bis jetzt vorbereitet. Es gibt sicherlich viele Redaktionen, die auf den Wandel nicht vorbereitet sind, sondern die nach dem alten bewährten Mustern weiterhin verfahren. Das wird aber nicht mehr lang funktionieren. Die Geschäftsleitungen sind, glaube ich, auch auf den Wandel noch nicht so richtig vorbereitet. Es fehlt uns einfach an Wagemut, es fehlt uns an dem konsequenten Praktizieren des Prinzips Try and Error. Es fehlt uns einfach an der Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, dafür Geld einzusetzen. Und das grundlegende Problem ist, dass tatsächlich an den Redaktionen, an der Substanz der Redaktionen in vielen Verlagen gespart wird. Und damit geht es natürlich irgendwo an das Herz des Ganzen. Das kann nicht sein.